are you? My name is Richard Kirk, and I shoot photographs of naked women. My name is William Rast, and this is my life. I am. My name is Richard Kern, and I shoot photographs of naked women. My name is William Rast, and this is my life. Okay, I am. Say my name. Richard Kern. Say my name. William Rast. Say my name. Richard Kern. Say my name. William Rast. Say it again. Don't ask yourself what a king would do. Ask yourself what a free man would do. Say it again. Du bist der Auserwählte. What's your name? Moshi? Moshi. Moshi, Moshi, Moshi. Say it! Moshi, Moshi, Moshi. Again! Moshi, 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 Moshi Ballett! Welcome to the one and only famous Moshi Ballett. Willkommen beim groß und einzigartigen Moshi Ballett. Wichtiges Meeting. Oh. Was tun? Ja. Authentisch ausflippen? Professionell zusammenreißen? Moment, 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 beschweren sich die Frauen immer Diskriminierung im Arbeitsplatz und dann keine Zeit fürs Network und Prioritäten setzen, emotionale Intelligenz, Sachverstand. Ja. Und jetzt mal ganz konkret. Ja, konkret. Punktuelle Männer. Oh. Fruchtbare, geschlechtsübergreifende Businessbeziehungen. Oh. Genau so. Ja. Genau so. Ja. Also, weil meine Frage, ja, jetzt alles schön, Frauen können studieren und machen, welchen Beruf sie wollen. Und aber warum? Warum ist Mademoiselle Blanche-Wiedmann immer noch so, ne, so, so unkontrolliert? Ja. Und ich habe mich gefragt, das ist wichtige Frage dieser Zeit, wichtige Frauenfrage dieser Zeit ist, warum verdienen Frauen weniger als Männer? Hat sich geschlagen, ich recherchiert. Hat sich die FAZ auch gefragt. Fühlen Sie sich innerlich dann habe ich FAZ gelesen und jetzt ist mir einiges klar geworden. Oh, weil FAZ sagt auch, warum verdienen Frauen weniger? Die einen sagen, die Männer sind schuld. Die anderen sagen, die Frauen. Aber ist doch einfach nur eine Frage der Wertschätzung. Ganz ökonomisch. Die Arbeit von Frauen ist am Arbeitsmarkt weniger wert. Kosten-Nutzen-Analyse? Das ist die Antwort. Kosten-Nutzen-Analyse? Nun ja, die FAZ hat vier Argumentationsschritte. Argumentschritt 1. Die Männer sind schuld. Direkte Diskriminierung am Arbeitsplatz. Keine gute Grund. Viel weniger Geld. Gleiche Berufsverbindung. Uralte Vorurteile wollen wir. Das kennen wir aus Feminismus. Vermehrt Scheißhunger auf Füße. Argument 2. Moment.
Ganz so schlecht ist das starke Geschlecht überhaupt nicht. Keinerlei Kreativität. Es liegt noch ein ganz anderes. Frauen sind weniger produktiv, denn sie unterbrechen ihre Erwerbsbiografie. Für Jahre. Für die Familie. Lange Lücken in der Erwerbsbiografie. Tiefe Spuren aufgehalten. Weniger produktiv. Es ist, wie es ist. Am Arbeitsmarkt kontinuierliche Vollzeiterwerbsbiografie. Dritte Frauen studieren erst seit 100 Jahren. Schlecht qualifiziert, nein, immer noch. Erwerbsstatistik, Problem. Reagiert sie häufig gereizt? Weg da jetzt! Weg da! Greifen sie häufiger zu Alkohol? Ja! Mit Schule! Nachmittags! Martini dry und abends! Mit Leistungskurve anfängt! Champagner-Cocktail! Kann das gar nicht mit ansehen. Vierte Argument! Es gibt Frauenberufe! Und es gibt Männerberufe! Frauenberufe kennen wir alle, Pflege, Krankenpflege, Altenpflege, Kinderpflege, schlecht bezahlt, Gesellschaft weniger wert, aber Frauen suchen sich das aus. Die suchen sich das aus.